Spiel 2 in der Viertelfinalserie zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin. In der Lanxess Arena über 14.000 Zuschauer. Das Team von Uwe Krupp möchte die Serie ausgleichen nach dem 1:2 in Spiel 1 in Berlin. Und Serge Aubin und die Eisbären Berlin wollen natürlich den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Und die Eisbären starten furios. Powerplay in der ersten Minute für die Eisbären und dann spielen die Berliner das richtig gut. Nielsen auf Hördler und dann kommt die Scheibe aufs Tor und Leo Pföderl ist da. Frühe Führung für die Gäste 1:0. Pföderl in seinem 500. DEL-Spiel mit seinem 350. Scorerpunkt hat ein wenig Glück, weil Justin Poggi im Tor der Kölner Haie sich den Puck hier selbst in den eigenen Kasten. Die Berliner zu Beginn des Spiels aktiver, aber Köln dann in der 10. Spielminute auf einmal schnell auf dem Weg zum gegnerischen Tor. Zunächst Oblinger und dann ist es Alex Roach mit dem Ausgleich. 1:1, 10. Spielminute. Ein wenig aus dem Nichts dieser Treffer für die Kölner Haie. Roach hält einfach mal drauf. Und dann ist es McIntyre, der vorne doch noch abfälscht. Hier drückt er den Puck über die Linie, sein 6. Saisontreffer. Die Eisbären aber von der Spielanlage her die bessere Mannschaft. 18. Spielminute, da kommt Jonas Müller mit Tempo in die Offensivzone und er macht den Puck rein. 2:1, die erneute Führung für die Eisbären, richtig gut gemacht vom Berliner Verteidiger. Ins kurze Eck, 2:1 die Eisbären vorne und das nach Ende dieses ersten Spielabschnitts nicht unverdient. Das Berliner Trainerduo Serge Aubin und Craig Streu konnten zufrieden sein. Im zweiten Drittel dann zunächst wieder die Berliner. Maxi Kammerer versucht das Spiel für die Haie schnell zu machen, aber dann geht es schnell auf Berliner Seite. Dominik Bock 3:1, trocken per Handgelenkschuss. In der 26. Minute. Dominik Bock, 3 Jahre hat er in den Jugendabteilungen der Kölner Haie gespielt. Und hier trifft er zum 3:1. Bitterer Gegentreffer für die Kölner Haie, die also wieder 2 Tore hinten. Aber Köln gibt nicht auf. 29. Minute. Das ist Marc Olber, der Ex-Berliner, zum ersten und dann zum zweiten noch einmal aus Spitzenwinkel an dem Pfosten. Gute Möglichkeit für Olber. Niederberger zunächst da und dann ein wenig im Glück. Berlin aber immer in den Momenten voll zur Sache gehend, wenn sie da sein mussten. Letzte Spielminute, gutes Vorchecking von Fiore, Pass in den Slot, Matt White ist da, 4:1 Berlin. 29 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Matt White gegen seinen Lieblingsgegner Köln. Das war sein 9. Scorerpunkt im 6. Saisonduell gegen den KEC. Zu Beginn des dritten Drittels kommt dann Niklas Lunemann in den Kasten der Kölner Haie für Justin Poggi. Thomas Pöpperle war eigentlich Backup-Goalie. Der hatte aber nach dem ersten Drittel wegen unsportlichen Verhaltens eine Spieldauer gesehen. Und so musste Lunemann im Laufe des Spiels von der Tribüne auf die Bank und kam dann sogar aufs Eis. Und die Kölner Haie versuchen nochmal alles. Anfang des dritten Drittels. 43. Minute. Krobot mit der richtig guten Möglichkeit, hier das Spiel nochmal enger zu gestalten. Der Puck allerdings knapp am linken Pfosten vorbei. Eine Minute später dann wieder die Eisbären Berlin, die effektiv ihre Chancen in dieser Partie nutzten. Jonas Müller trocken oben rechts in den Winkel. 2. Treffer für Jonas Müller in dieser Partie zum 5:1 Endstand. Schöner Pass von Streu auf Jonas Müller. Und jetzt kommen hier die Stimmen zum Spiel. Ja, war natürlich intensives Spiel. Ist nicht nach unseren Gunsten gelaufen. Müssen wir abhaken. In 2 Tagen geht es weiter und da wollen wir die Serie wieder ein bisschen enger machen und den ersten Sieg holen für uns. Ich denke, dass wir von Anfang an hart gespielt haben. Wir wussten auch davor, dass es gegen Köln wieder ein hartes Spiel wird. Die haben eine harte Mannschaft, die immer hart zum Mann gehen. Aber ich denke, dass wir es spielerisch gut gelöst haben. Die Eisbären Berlin mit dem 2. Sieg im 2. Spiel in dieser Serie und damit der Möglichkeit, an grünen Donnerstag mit einem Sweep
schon den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen. Und Uwe Krupp und die Kölner Haie, die müssen in Berlin am Gründonnerstag eine Reaktion zeigen, denn sonst ist die Saison nach dem Viertelfinale vorbei. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.